Hallo zusammen, herzlich willkommen auf dem Drohnengrafer-Kanal. Mein Name ist Jörg und die Firma TomZorn hat mir eine Mini-Mikrodrohne zur Verfügung gestellt. Das ist die TomZorn A23. Was das für ein Gerät ist, das schauen wir uns nach dem Intro gleich an. Und da sind wir auch schon wieder zurück beim Thema. Wenn du auch so ein Drohnen-Neuling bist wie ich, dann würde ich mich freuen, wenn du mich weiter auf meinen Reisen durch die Lüfte begleitest, mir unten drunter ein Abo dalässt. Hier auf dem Kanal geht es rund um Drohnen, Technik, Software und Tutorials. Und die Firma TomZorn hat mir die A23 Mini-Mikrodrohne zur Verfügung gestellt. Das ist ein ganz kleines Gerät, nicht nur für kleine Kinder. Es ist, denke ich mal, so ein richtiges Gerät zum Fliegen, Lernen, zum Üben. Richtiges Einsteigergerät ohne großartige Kamera. Oder einfach, wenn man nur mal Lust hat oder Bock hat zum Fliegen, dann ist das bestimmt das Richtige. Aber ob das auch wirklich das Richtige ist, das schauen wir uns jetzt gleich mal an. Da ist unsere TomZorn A23 Drohne. Und dann schauen wir mal, was in unserer Packung hier drin ist. Hier gibt es jetzt schon mal ein paar Infos zu den Eigenschaften der Drohne. Und ausgestattet ist unsere TomZorn A23 mit Dazzling Lights, Standfly, drei Geschwindigkeiten, Sensitive Flight und Headless Mode. Ja, was das alles ist, schauen wir uns gleich mal an. Und das Ganze ist dann auch noch mit einem Controller ausgestattet. Ich bin gespannt, was da jetzt hier drin steckt. Und wenn dir das Video bis dahin schon mal gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn du mir unter dem Video einen Daumen nach oben da lässt, auch einen netten Kommentar schreibst und wenn du es noch nicht gemacht hast, abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke, damit du auch kein zukünftiges Video mehr verpasst. Das hilft mir und dem Algorithmus, damit noch mehr Leute meine Drohnenvideos und Tutorials sehen können. Vielen Dank dafür. Und jetzt schauen wir mal, wie es mit unserer TomZorn A23 so weitergeht. Ja, klein, aber fein. Jetzt holen wir das alles mal raus hier. Schaut euch das mal an. Ja, das ist ja ein Mini-Gerät. Das ist ja eine süße Biene hier. Da kommt dann, denke ich mal, der Akku hinten rein. Das Gerät ist gerade mal Handteller groß. Wirklich ganz cool. Jetzt holen wir hier nochmal den Controller raus. Eine Tüte mit Zubehör und ein Controller. Und dazu eine Bedienungsanleitung. Die Anleitung, die ist unter anderem auf Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch und noch einige andere Sprachen. Sehr schön und das schauen wir uns dann einfach mal in Ruhe an. Jetzt holen wir hier mal unser Zubehör raus. Ich bin ja echt gespannt, was hier in diesem Säckchen so drin ist. Also das muss man den Chinesen lassen. Schön verpackt haben sie die ganzen Sachen. Schauen wir mal, was hier an Zubehör dabei ist. Und da haben wir jetzt unser Zubehör nochmal im Überblick. Unser Controller, unsere Mikrodrohne, USB-Ladekabel, 2 Akku, 4 Ersatzrotoren und eine Bedienungsanleitung. Da ist der tolle Flieger. Schauen wir mal, ob hier ein bisschen Saft drauf ist. Akku rein. Ja. Sehr schön. Es leuchtet. Schaut aus wie so ein Weihnachtsbaum. Sehr schön. Und jetzt schauen wir mal, ob wir da auch Batterien für unseren Controller haben. Und dann können wir vielleicht sogar schon starten. Jetzt habe ich auch ein paar passende Akku gefunden. Also hier gehören so 3 AAA-Batterien rein. Da ist jetzt der Controller nochmal. Also man kann das sehen. Hier gibt es keine Handyhalterung oder irgendwas, wo man dann das Handy vielleicht mit anbringen könnte bzw. verbinden könnte. Da bin ich schon mal gespannt, was das hier wird. Und dann werden wir das Gerät einfach mal einschalten. Ja, die Akkus sind voll, wie man sehen kann. Und jetzt bin ich ja mal gespannt, was jetzt hier passiert. Und jetzt werden wir mal schauen, ob wir das Gerät hier starten können. Wenn wir die Drohne mal kalibrieren, dazu schalten wir die
Fernbedienung ein und gehen hier jetzt auf Kalibrieren. Die Kalibrierung sollte jetzt abgeschlossen sein. Ja, das ist ja cool. Hoppala. Jetzt habe ich hier einfach mal die Location gewechselt. Also das Gerät fliegt. Jetzt probieren wir das nochmal. So, meine Frau, die wird sich freuen. Aber wir testen das jetzt hier im Flur. Ja, ein bisschen Übung gehört dazu. Aber man sieht, ja, die fliegt. Ja, die ersten Testflüge haben wir gemacht im Flur. Es macht echt Spaß, mit dem Gerät zu fliegen. Und jetzt werden wir mal wiegen. Ja, 31 Gramm. Ja, was soll ich euch sagen? Nicht nur, dass das Gerät schön blinkt, wie man sehen kann. Es ist auch der perfekte Flieger für drinnen im Wohnzimmer oder im Flur. Also ich bin echt begeistert. Wer einfach nur mal so rumfliegen will, der ist mit dem Gerät bestens beraten. Das kann ich euch sagen. Es ist wirklich so eine richtige Spielzeug-Kinderdrohne, die aber auch richtig Spaß macht. Das will ich noch mit erwähnen. Hier ist keine Kamera dran, das kann man ja auch erkennen, dass da nichts irgendwo ist. Hier sind so ein paar kleine LEDs noch mit verbaut. Aber ein Gerät mit richtig viel Potenzial, was das Fliegen betrifft, gefällt mir sehr gut. Und ein Gewicht ja von knapp 40 Gramm und Abmessungen ja von 8 cm oder 7,5 8 cm. Also wie gesagt, klein aber fein. Danke dafür. Was ich auch noch mit erwähnen möchte, was ich ganz gut finde, hier kann man mit einem Ladegerät zwei Akku aufladen. Also die zwei Akku, die hängen jetzt hier dran an meiner Ladeeinheit, so nenne ich das jetzt mal, und die gehen jetzt einfach mal an den Strom. Und da hätten wir unsere Thomson A23 schon mal ausgepackt. Also wie gesagt, das ist wirklich so ein Gerät schass verfahren, wenn man einfach mal rausgehen will, einfach mal fliegen, so ein bisschen durch die Gegend düsen, da denke ich, ist das ganz richtig. Das nächste ist, natürlich ist es auch eine Drohne für Kinder, darf man ja auch nicht vergessen. Oder auch wirklich für Einsteiger, für Beginner, die sich jetzt wirklich mal mit so einem Gerät einfach mal auseinandersetzen wollen, die einfach mal testen wollen, ja, ist das was für mich oder komme ich damit zurecht oder wäre das was für mich? Da denke ich, ist es gar nicht verkehrt. Ich habe euch die Drohne hier unten drunter auch nochmal verlinkt, da könnt ihr euch das gerne auch nochmal anschauen. Und wenn man da wirklich sagt, ja, ich möchte jetzt hier mal 50, 60 Euro investieren für sowas, dann bitteschön, warum nicht, bevor man sich jetzt eine Drohne für 1000 Euro kauft und sagt, naja gut, das ist jetzt doch nicht so, wie ich mir das vielleicht vorgestellt habe. Einfach zum Testen, denke ich mal, ist das ganz okay. Aber auch wenn man testen will, braucht man natürlich eine passende Drohnennachrichtversicherung. Unter dem Code DRGR3 findet ihr natürlich auch wieder hier unter dem Video den Link dazu zur passenden Drohnennachrichtversicherung. Da könnt ihr mich auch noch so ein bisschen mit unterstützen und ihr spart euch dazu noch einen Monatsbeitrag bei der ganzen Versicherungsgeschichte da. Schaut da einfach mal rein bei denhelden.de und ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal auf dem Drohnenkraffer-Kanal. Ciao, tschüss, euer Jörg.